Ich hatte so ein Gefühl, dass du mich aufsuchen würdest. Ich schätze, du hast mein Gespräch mit Living Way und den anderen mitverfolgt. Ich bedauere die Situation außerordentlich. Es war gewiss nicht meine Absicht, etwas zu verheimlichen. Erst recht nicht vor dir. Die Anführerin der Loporit ist scharfsinnig. Als hätte sie direkt in meine Seele geblickt und gesehen, zu welchen Opfern ich mich hinreißen lasse, um das Leben eines anderen zu retten. Ohne mich hätte der Kristallexarch seinen Plan nicht verfolgen können. Sein Leben als Pfand zur Rettung der Welt. Und ich war es, der die Fäden hinter Minfilias Entsendung in den ersten Splitter zog. Ich habe sie unwiederbringlich Tancreds und Flamins Herzen entrissen. Selbstverständlich haben beide, sowohl der Kristallexarch als auch Minfilia, edelmütig und aus freien Stücken gehandelt und hätten wohl auch ohne mein Wirken ihren Pfad gewählt. Doch habe ich nichts unternommen, um sie von jenen Schritten abzuhalten. Ich habe sie gar ermutigt. Bisweilen schleicht sich die Angst in meine Gedanken, dass ich ihnen die Hoffnung auf eine andere Zukunft verwehrte. Auf ein Weiterleben. Diese Zweifel legen sich manchmal wie eiserne Ketten um meine Brust, schnüren mir den Hals zu, sodass ich kaum einen Atemzug zu tun vermag. Und so rasen meine Gedanken weiter und ich sehe Moon Breeder vor mir, wie sie furchtlos ihr Leben gab, um einen Ashien niederzustrecken, in dem festen Glauben, dem Frieden damit einen Schritt näher zu kommen. Wenn ich meinen Blick doch nur auf etwas anderes gerichtet hätte als auf die Mission, mit der ich als Schüler Louis Soas und Mitglied des Bundes der Morgenröte betraut wurde. Wenn ich ihr doch nur gesagt hätte, dass es nichts Wichtigeres, Schöneres, Besseres gibt als ihr Leben, dann würde ihr Lächeln auch heute noch die Welt erhellen. Und trotz dieser unerträglichen, beißenden Reue, trotz alledem glaube ich, dass der Plan der Loporit am Ende der einzig richtige Weg ist. Dass Opfer unvermeidbar sind. Die Apokalypse, der wir in Amauro Zeuge wurden, war eine Katastrophe unfassbaren Ausmaßes. Sie darf sich nicht wiederholen. Und auch wenn ich das Lachen all jener, die uns entglitten sind, nicht vergessen kann, so müssen wir doch nach vorn blicken und diejenigen retten, die wir retten können. Ist es die Herzlosigkeit, die aus mir spricht? Die eiskalte Logik? Wird der von mir gewählte Pfad abermals ein Lächeln rauben, das nicht hätte vergehen sollen? Du wirst also auch manchmal von Zweifeln geplagt? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte immer den Eindruck, dass Ungewissheit in deinem Leben keinen Platz hat. Während die Mitglieder des Bundes mit sich hadern, wirkst du immer wie der Fels in der Brandung. Es ist seltsam, nicht? Obwohl wir schon so lange gemeinsam diesen Weg beschreiten, kann ich mich nicht entsinnen, schon mal ein solch vertrautes Gespräch mit dir geführt zu haben. Ich danke dir. Deine Worte machen mir Mut. Bin ich doch nicht allein mit meinen finsteren Gedanken.
Und es hält mich dazu an, mir selbst noch ein wenig Zeit der Einkehr zu gewähren, ehe ich auf die Bitte der Luporit antworte. Tatsächlich frage ich mich, ob wir und die Helfer Heidelins einander nicht gänzlich missverstehen. Und ich glaube, ich bin am besten geeignet, diese Kluft zu überwinden. So oft schon hat sich gezeigt, dass einige Dinge erst ihren Anfang nehmen, wenn man sie offen anspricht. Und bisweilen muss man seinen Gedanken freien Lauf lassen, auch wenn man seine Worte noch nicht richtig gewählt hat. Minno, müssen die so leise miteinander reden? Selbst mit Löffeln groß wie Mondkrater versteht man ja kein Wort. Aber es ist eigentlich auch egal. Wir folgen weiter unserem Plan.